Herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online. Velaya ist gerade auf der Mission. Freunde, Moment. Ich such's euch mal raus, bevor wir hier weitermachen. Partisanen. Ich lese mal kurz vor, worum es hier geht. Ich weiß jetzt, wo wir die Beweise finden, um unsere Namen reinzuwaschen. Allerdings wird es schwierig werden, diese Daten zu bekommen. Sie werden in einer gesicherten Einrichtung im Gorath-System aufbewahrt. Außerdem werden sie in einem System aufbewahrt, das über die höchsten Standards für Datensicherung verfügt. Das dürfte selbst über mein Können hinausgehen. Zum Glück kenne ich einen sehr talentierten Spezialisten, der uns dabei helfen kann, wenn der Preis stimmt. Ich habe ein Treffen in Chengdu auf Nimbus 3 arrangiert. Treffen Sie mich dort und bringen Sie den alten Martok mit. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Also... ja, das war eine Nachricht von Adepta. Und wir sind hier in Chengdu auf Nimbus 3, wo wir früher schon mal waren. Ich habe es zu Beginn der letzten Folge erwähnt und euch gezeigt, wie die Kampagne hieß, wo wir schon mal hier waren und Hassan den Unsterblichen bekämpft haben. Und dann hatten wir einen Funkspruch von Madran in der letzten Folge. Ich habe dann hier pausiert, weil es hier wahrscheinlich gleich rund geht. Der hat also dafür gesorgt, dass wir keinen Kontakt zu unserem Schiff aufnehmen können und uns hier nicht wegbeamen können. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Geschäfte, Achtung, da kommt was. Wahrscheinlich der nächste Kampf. Ja, habe ich mir gedacht. Drum war das der richtige Zeitpunkt für einen Cut. Da oben steht noch was. Da müssen wir mal rauf, da. Ja, es ist ein Déjà-vu, als wir das letzte Mal in der Mission Ödland hier waren. Endete das unser Besuch auch in einer Schießerei. Also ich nehme mal an, spätestens nach dieser Sache hier, da unten ist ein rotes Pünktchen, das muss aber wahrscheinlich dann auf der unteren Ebene sein. Ach, ich könnte übrigens mal mein Trippelchen aktivieren, das ist ein Gruppentrippel. Und zwei in meinem Team haben dieses Trippel dabei. Es gibt also einen Gruppenbonus, wenn wir das machen. War lang genug zu sehen, was das Trippel macht bei Interesse. Pause-Taste drücken. Jim Forth must be desperate. Ach, schau an. Sending mercenaries after us. Die Bardamen und so weiter, das Personal kämpft auch mit. That Ferengi's got this place locked down tight. Only way we're getting out of here fast is by getting the bypass codes from him. Dieser Ferengi hat diesen Ort gut abgeriegelt. Der einzige Weg, hier schnell rauszukommen, sind seine Codes. Großartig. Wissen Sie, wo er ist? As a matter of fact, I do. The little darling's hiding in the arena. Ja, das weiß ich. Der kleine Kerl versteckt sich in der Arena. Ich denke, die Zeit ist gekommen, dass wir uns mit ihm unterhalten. Los geht's. In der Arena haben wir ja auch schon gekämpft. Damals in der Episode Ödland. Also ich zeig's euch nochmal ganz kurz. Da, das ist die Kampagne. Und wenn ihr das als Suchbegriffe verwendet, dann könnt ihr eventuell, also die Quest hier, die Questbeschreibung hier als Suchbegriffe verwendet, dann findet ihr die dazugehörigen Folgen auch. Gut, einmal ums Eck. Ja, und wie gesagt, auch damals endete das hier in einer wilden Schießerei. Ich glaube nicht, dass ich nach dieser Aktion hier nochmal Zutritt erhalte. Könnten Sie das Feld deaktivieren? Ich habe einen Splitter in meinen Hackerfingern. Zum Glück ist Velaya für sowas ausgebildet als Wissenschaftsoffizierin, die auch kurzzeitig beim Tal Shiar zur Infiltration gearbeitet hat. Also den Tal Shiar infiltriert hat. Ja, wen haben wir denn da? Der gute Madran. Na? Schaut aus nach Tolianer Technik. You are my nemesis, my tormentor, the Odo to my quark. This time, though, I'm going to be rid of you at last. There's no way you'll bypass my disruption field and beam out to safety. Yes, that little challenge is beyond even your skill, nemesis. Das ist einfach... Sie sind mein Erzfeind, mein Peiniger, der Odo zu meinem Quark. Doch dieses Mal werde ich Ihnen endlich ein Ende bereiten. Es gibt keine Möglichkeit, dass Sie mein Störfeld überwinden und sich in Sicherheit beamen können. Ja,
meine kleine Herausforderung übersteigt ihr Können. Erzfeind. Und was ist, wenn du Hunger kriegst, na? Wie schaut's aus mit Essensnachschub und Trinken? Hast du daran auch gedacht, Kleiner? Hm? Nur so ein Gedanke. Ich könnte ihn jetzt... Eigentlich müsste ich nur warten, bis er durstig wird. Und dann will er schon raus. Sie zögern das Unvermeidliche nur heraus, Madron. Geben Sie auf, solange Sie noch können. I think not. As soon as the Klingons and I settle that minor disagreement over my pay, I'll let them resume their hunt and finish you off once and for all. Das glaube ich nicht. Sobald die Klingone und ich unsere kleine Meinungsverschiedenheit über meine Bezahlung geklärt haben, lasse ich sie ihre Jagd fortsetzen. Dann sind sie ein für alle Mal am Ende. Das ist nicht akzeptabel. Team, geben Sie mir Optionen. He'll surrender if we can get past that personal shield of his, but there's no way we're knocking it down with our weapons. We can sabotage the generators that are powering the shield, however. Er wird sich ergeben, wenn wir seinen persönlichen Schutzschild überwinden können. Aber mit unseren Waffen schaffen wir das nicht. Allerdings können wir die Generatoren sabotieren, die sein Schild mit Energie versorgen. Kümmern wir uns drum. Los geht's. Obwohl die Aushunger- und Verdursten-Taktik hätte mir auch gefallen. Gut, das hier geht wahrscheinlich schneller. Das andere hätte... It's time to release the hound. Aha. Naja, wir sind hier in einer Kampfarena, ne? Hier geht es dann ab und zu wie im Kolosseum einst. Ein erwachsener Targ. Was haben wir noch? Noch ein erwachsener Targ. Meinem Team geht's gut. Super Gesundheitswerte. Alles stabil. Ich glaube, das wird nicht bei Targs bleiben. Vielleicht kümmere ich mich mal um den Generator. Ich denke, das hört nicht auf. Gut, den einen hätten wir. Albert, da hinten nicht rum, hier lang. Let's see how you handle my Mugatos. Aha, Mugatos, also. Oh. So wie so eine Mischung zwischen Mugato. Troll. So hot right now. Ah, Mugatos, ganz schön heiß. Ja gut, wir kümmern uns um den Generator. Weil ich nehme an, die kommen endlos. Ja, so lange, bis der Generator ja abgeschaltet ist. Gut, also bis Gesundheitswerte blieben stabil. Ich bin mal gespannt. Skorpione fehlen noch in der Sammlung, oder? Sowas in der Art würde ich jetzt erwarten. How about a little local flavor? Ah, schau an. Ich kenne halt mein Spiel. Wie wäre es mit einer lokalen Spezialität? Die könnten ein wenig stechen. Ha. Könnt ihr mir die hier mal weglocken von der Konsole? Ich kann so nicht arbeiten. Naja. Na, Generator deaktivieren. Ich werde unterbrochen. Nicht schön. Gut, dadurch, dass sie keine Akku gezogen hab. Shields losing power. Crush them, Squamous. Crush them. Boah, hat der Mundgeruch. Hey, Meets. Komm, hab ein Leckerli für dich. Ah, wir haben doch hier noch ein paar Tricks auf Lager. Ein kleines Schiff rufen. So mache ich das auf. In der Solanae Dyson Sphäre auch immer, wenn so ein Mechanoiden-Dino kommt.
Wie schaut's denn aus? Amakuni liegt am Boden. Ich sollte mal gucken, wo der ist. Ja, wo liegt er denn? Wo ist denn jetzt Amakuni hingekommen? Als ich das letzte Mal geschaut habe, war noch alles in Ordnung. Na gut, vielleicht finden wir ihn jetzt. Oder einer meiner Brückenoffiziere kümmert sich. Ah, da hinten. Was machst du da oben? Amakuni, alber da nicht rum. Steh auf, geh irgendwas töten. Gut. Wie schaut's denn jetzt aus mit Verhandlungsbereitschaft? Hä, kleiner Mann? Well played. But you haven't won yet. With just a push of a button, I'll beam out to my ship and leave you here for whatever bounty hunters or mercenaries that come along. Guter Schachzug, aber Sie haben noch nicht gewonnen. Mit einem einfachen Knopfdruck kann ich mich auf mein Schiff beamen und Sie hier zurücklassen, damit irgendwelche Kopfgeldjäger oder Söldner sich um Sie kümmern können. Er wird langsam hysterisch, habe ich den Eindruck. Hm, haben Sie etwas auf dem Herzen, Adepta? Not much. Other than I've broken through the jamming and, oh, contacted our ships. It appears they've locked their weapons onto Madran's ship in orbit. All of their weapons. Oh, nicht viel. Außer, dass ich das Störsignal überwinden konnte und unsere Schiffe kontaktiert habe. Anscheinend haben sie ihre Waffen auf Madrans Schiff im Orbit gerichtet. All ihre Waffen. Sie sind vielleicht in der Lage, sich hier herauszubeamen, Madran, aber weit werden sie nicht kommen. You wouldn't dare! You couldn't! Could you? Das würden sie nicht wagen, das können sie nicht, oder? Ich schlage vor, dass sie uns gehen lassen, außer sie wollen es echt herausfinden. Und glaub mir, ich wette, sie würden es tun. First the Klingons betray me, and now this! I'd have better luck dealing with the Borg! Fine, you win! The field's down! Now get out of my bar! Erst betrügen mich die Klingonen, und jetzt das! Ich sollte mich vielleicht lieber mit den Borg abgeben. Gut, sie haben gewonnen, das Feld ist unten. Und jetzt verschwinden sie aus meiner Bar. Mit Vergnügen. Let's get moving, before I change my mind and shoot this little Kapekt for his betrayal. Legen wir los, bevor ich meine Meinung ändere und diesen kleinen Kapekt für seinen Verrat erschieße. Also gut, von Trolltag an RRW Shikar. Beamen Sie uns hoch. If the Ferengi hasn't told Jempok and Imperial Security where we are by now, I'll eat cold, dead Gach. We need to get moving. Ich werde kalten, toten Gach fressen, wenn dieser Ferengi nicht Jempok und den Sicherheitsdienst des Reichs über uns informiert hat. Wir müssen los, stimmt. Sind Sie alle bereit? As ready as possible under the circumstances. Nimbus 3 has become considerably more inhospitable, and it wasn't terribly pleasant to begin with. So bereit, wie man nur sein kann unter diesen Bedingungen. Nimbus 3 ist noch unwirtlicher geworden und vorher war es schon nicht so angenehm. In der Tat, Captain Var, was ist Ihr Status? The crew of the Cold Star stands ready. Some of us a little more than others. Die Crew der Cold Star steht bereit. Cold Star ist eine Anspielung wohl auf den kalten Stern, also auf die kalte Sonne, die das Nakul-System jetzt hat, ne? Ich lese nochmal. Die Crew der Cold Star steht bereit, Admiral. Manche mehr als andere. Oh? What can I say? This caper's gonna be a real peach. Hell, I'd have signed up just for the bragging rights. Well, that said, the latinum we're getting for this is gonna spend mighty nicely. Think I might spend the entire summer on Risa. Y'all seen those cute little statues they got there? Whew!
A girl can get into all sorts of mischief with one of those. Was kann ich sagen? Das Ding hier wird ganz prima. Zur Hölle. Ich hätte mich wahrscheinlich sogar freiwillig gemeldet, um dabei zu sein. Allerdings finde ich es auch angenehm, dafür Latinum zu bekommen. Vielleicht gönne ich mir dafür einen ganzen Sommer auf Risa. Kennen Sie die niedlichen Statuen, die es dort gibt? Ein Mädchen kann mit den Dingern eine Menge Unfug anstellen. Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir mit Warpgeschwindigkeit von hier verschwinden. RRW Shika, Ende. Energie. The Lucara is engaging the enemy ahead. I see no need for Ja'ula to claim all the glory for herself. Prepare for battle! Kabla! Die Lucara kämpft davon gegen den Feind. Ich sehe nicht ein, warum wir Ja'ula all den Ruhm überlassen sollen. Bereit machen für die Schlacht! Kabla! So, ich denke mal, hier werden wahrscheinlich ein Haufen Meldungen reinkommen und ich komme vielleicht nicht hinterher. Sollte das der Fall sein, könnte sie hier unten im Chatfenster lesen. Roter Alarm, alle Mann auf die Gefechtsstation. So, dann wollen wir mal Vorcha Schlachtkreuzer durchbuffen. Dann tun wir mal einen Gruppenbuff machen, Schildfrequenzmodulation. Tut allen, die in meiner Nähe sind, von meinem Team gut. Feuer. Ich habe in der letzten Folge, zu Beginn der letzten Folge, gezeigt, mit welchen Waffen ich kämpfe. Das werde ich jetzt nicht nochmal tun. Ihr könnt ja in der letzten Folge die ersten Minuten anschauen. Da habe ich euch die Bewaffnung von meinem Schiff vorgestellt. Und die Schwärmer-Matrix. Die uns hier diesen Drohnenschwarm da beschert. Man sieht sie aber fast nicht, so klein sind die. Außerdem verbessert die Schwärmer-Matrix. I was able to jam transmissions from the loyalist vessels, but one of the cowards managed to escape the battle. It will not be long before he returns with reinforcements. Die Schwärmer-Matrix verbessert auch die Hangarschiffe hier. Wir müssen uns beeilen. Ich konnte Übertragungen von den Schiffen der Loyalisten blockieren. Aber einer der Feiglinge konnte der Schlacht entfliehen. Es wird nicht lange dauern, bevor er mit Verstärkung zurückkommt. Also gut, unser Team für die Infiltration ist bereit, sobald Sie es sind, Matriarchin. Gut. Meet me at the following coordinates within the facility. Da waren die Schwärmer jetzt mal kurz zu sehen. Gut, treffen Sie mich bei den folgenden Koordinaten in der Einrichtung. Sie kommen mit? Ist das weise? I am not a leader who hides behind their allies like Jempak. If the key to his defeat lies in that stronghold, I will be there to seize it. Do I make myself clear? Ich bin kein Anführer, der sich wie Jempak hinter seinen Verbündeten versteckt. Wenn der Schlüssel zum Sieg über ihn in dieser Festung liegt, dann komme ich mit, um ihn zu holen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt, Admiral? Jo. If you two Tars are done growling at each other, we have work to do on Gorath. Adipa, remain in orbit on Overwatch. With luck, we'll get what we need before the entire Empire comes to end us. Mhm, er holt wohl Verstärkung. Wenn sie beide nun fertig sind, sich wie Tax anzuknurren, dann hätten wir noch etwas auf Gorath zu tun. Adipa, sie bleiben im Orbit und halten Wache. Wenn wir Glück haben, holen wir uns, was wir brauchen, bevor das gesamte Reich hier auftaucht, um uns zu töten. Jo. Gut. Wir beamen jetzt runter. RRW Shikar. Ende. Serana Kaldrysia. Amakuni. Wie nimmt man diesmal mit? Nehmen wir wieder zweite von sechs mit? Ja, klar. Macht Sinn. Ja, heute gibt's übrigens noch eine Wartung. This place used to be a stronghold for House Torg. I recognize the lingering stench of cowardice and dishonor. Dieser Ort war einst eine Festung von House Torg. Es riecht hier noch immer nach unehrenhaften Feiglingen. Das gehört jetzt den Sicherheitskräften des Reichs.
We can mock our enemies later, General. Until then, we have work to do. Wir können unsere Feinde auch später noch verspotten, General. Aber zuerst haben wir eine Aufgabe zu erledigen. In der Tat. Yeah, about that. I took a little peek at the data flow around here, and I've located a prime access point. It's not far. I should be able to get what we need there. Ja, was das betrifft, ich habe mir den Datenfluss ein wenig angesehen und ich habe einen primären Zugangspunkt gefunden. Er ist nicht weit weg. Dort sollte ich bekommen, was wir brauchen. Durchsuchen Sie die Einrichtung nach Datenkern Alpha. Verstanden. Waffen bereit machen. Dieser Ort dürfte schwer bewacht sein. Gut, wenn wir an die Geschichtsaufzeichnung denken, also an diese Bücher da, die da heißen, der Weg bis, ja, also in diesen Büchern hier, kann man nachlesen, dass Jimpok zeitweise unter Verdacht stand, ein Wechselbalg zu sein. Vielleicht ist das der Grund für sein merkwürdiges Verhalten zur Zeit, dass vielleicht der Verdacht sogar richtig war. Ist nur, kann auch völlig falsch liegen, ist nur so eine Idee. Also wenn man die Geschichtsbücher kennt, und ich habe einige für das Fandom-Wiki von Star Trek Online auf Deutsch in das Wiki veröffentlicht, also abgetippt, die deutschen Versionen. Und daher kenne ich die Geschichte inzwischen recht gut. Was für meine Videos durchaus ein Vorteil ist, ne? Achso, hier geht nichts weiter. War ja auch ein Hintergedanke, dass ich... Und das Wiki habe ich damit auch vorangebracht, ja. Ah, Dämpfungsfeld. Wer ist denn das immer? Ich möchte wissen. Das ist zweite von sechs, also. War eine gute Idee, sie mitzubringen. Ja, was? Nee. Ich will jetzt wissen, wer von meinen... Leuten das Dämpfungsfeld macht. Das ist sehr nützlich. Amakuni, wir müssen mal über deine Ausrüstung sprechen. Irgendwie scheinst du... Ja, jetzt war ich abgelenkt. Gut. Würde mich bitte jemand aufheben? Danke, das wäre ganz zauberhaft. So, und zweite von sechs auch. Komm, steh auf. Ich kommentiere das jetzt nicht. Hust. Vorhin hatte ich noch einen spöttischen Kommentar für Amakuni übrig. Ich muss das anders machen. Solange da unter Feuer steht, muss ich das jetzt mal mit den Borgnaniten lösen, das Problem. Das sollte sie eigentlich wecken. Gut, geht allerdings nur alle 5 Minuten, ne? Door was locked tight. I handled it. Also das hier, eine medizinische Nanonitenwolke Rang 3, das ist aus dem Rufsystem. Wenn wir schon mal drüber reden, zeige ich es euch. Ich glaube, das müsste Omega-Einsatzteam sein. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Das war er noch. Genau, hier. Omega Ruf Klasse 5. Auf die Weise, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr... Beziehungsweise Klasse 6 bekommt ihr dann Rang 2, ne? Nur falls euch der Skill noch fehlt, dass ihr wisst, wo ihr den herbekommt. Also ihr habt gesehen, sehr nützlich. Ich konnte damit 2 gleichzeitig aufheben, die ich... sonst vielleicht nicht so leicht hätte aufheben können, weil ich ja unter Beschuss stand, ne? Ach, zweite von sechs, das ist gar kein Gerät, sondern das ist eine ihrer Fähigkeiten. Ich will es jetzt einfach wissen. Das ist eine von ihren Skills, ne? Ist das hier? Schildharmonik. Muss Schildharmonik sein, das hier. An, ausschalten. Okay.
Plus 53,3 Schildregeneration und plus 5,2 bis 26% Schildwiderstand auf der Anzahl der Ziele basieren. Das muss das sein, also eine Wundertäterfähigkeit wohl. Ich hielt's für ein Technikergerät oder sowas. There's our console. Back there in the corner. Da ist unsere Konsole, da hinten in der Ecke. Also für mich sieht das nach Falle aus. Es wissen doch unsere Gegner auch, dass wir dahin wollen. Die sind doch nicht All doof. right, all right, all right. Here we go, folks. Stand back and watch this magic happen. Oh, and if you don't mind, please keep any uninvited guests from putting a disruptor blast in my back while I work. Also gut. Los geht's, Leute. Werden Sie Zeuge meiner Magie? Ach, und könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich kann nicht so gut arbeiten, wenn man mit einem Disruptor auf mich schießt. Wenn Sie mir also ungebetene Gäste vom Hals halten könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wir geben Ihnen Deckung, aber beeilen Sie sich. Na komm. So, das war bestimmt nur die Vorhut. Na also, dachte ich mir doch. Na? Gesundheitswerte sind stabil. Amakuni liegt schon wieder am Boden. Ich muss mir echt mal seine Ausrüstung vornehmen. I think they're learning just how dangerous we are. Ah! Okay. Good news, bad news time. Which one you want first? Okay, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Was wollen Sie zuerst hören? Ich höre mir lieber die schlechte zuerst an. Yeah. Bad news is, they broke it up, stored it in several systems here. This here's the first system. I need to crack the next one to get to the rest of the goods. Ja, die schlechte Neuigkeit ist, dass sie aufgeteilt in die verschiedenen Systeme gespeichert wurden. Das hier ist das erste System. Ich muss das nächste System hacken, um den Rest zu erhalten. Ich verstehe. Und die gute Nachricht? Well, the good news is, I extracted some of the data you were looking for. It's encrypted. But I can crack that later. Nun, die gute Neuigkeit ist, dass ich einen Teil der Daten extrahieren konnte, nach denen Sie gesucht haben. Sie sind verschlüsselt, aber ich konnte sie später knacken. Verstanden. Ready to move on, boss? Sind Sie bereit, Boss? Jetzt weiß ich, an wen die mich erinnert. An einen Elfenchar aus Dragon Age Inquisition 2. Ja, machen wir uns an die Arbeit. Wie hieß die gleich wieder? Ich komme jetzt nicht drauf. Aber ich weiß jetzt wieder, an wen sie mich erinnert. Gut, schauen wir uns Amakunis Ausrüstung mal an. Da stimmt doch was nicht. Aha, da ist noch Luft nach oben. Ich sehe schon, da muss ich mal dran arbeiten. Sonst kippt mir der noch öfters um. Ja, leider habe ich hier natürlich keinen Zugriff auf meine Bank. Sonst würde ich es gleich machen. Aber da muss ich noch nachbessern, damit er ein bisschen stabiler steht. Der ist mir jetzt schon dreimal umgefallen in dieser Videoaufnahme. Und bevor ich weitermache, mache ich hier eine neue Folge auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.